Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Spiel des Viertelfinales unserer dritten Season der UEG-Liga. Ich bin Baskim Uyeweigle hier mit Nils Mangoshark Tönnies. Diesmal nicht so wie gestern in Solocast. Ich freue mich. Hi Nils. Ja, wunderschönen guten Abend heute an diesem sehr, sehr schönen Sonntag. Und ich bin sehr, sehr hyped auf die Partie von Neat Aachen gegen TUHH Gaming. Und ja, wir sehen, wenn wir mal kurz über das Bracket sprechen, dass der Gewinner von heute gegen Ezuka Supremacy ran darf. Und für diejenigen, die gestern nicht da gewesen sind und nicht zugeschaut haben, gestern war das Game zwischen Koala Gaming Bielefeld und Magdeburg Esports. Das ist 2:0 für Koala Gaming Bielefeld ausgegangen und das war wirklich ein Blutbad. Ich glaube, wir hatten nach in dem ersten Game alleine schon irgendwie 40 oder 50 Kills. Überall auf den Lanes wurde sich geprügelt. Und die Boys von Koala Gaming Bielefeld müssen dann nächstes Wochenende ran gegen Tribunal Esports Aachen. Genau. Und wie wir es alle schön sehen könnt, sehr gut eingeblendet hier, das Viertelfinale eben heute. Ich bin sehr, sehr hyped und ja, ich bin auch gespannt, wie sich dann eben das Winner-Team gegen Ezuka Supremacy durchschlagen wird und wer dann ins Finale später eintreten wird. Richtig. Und gestern haben wir sehr, sehr viele Assassins sogar Toplane gesehen. Oder was heißt Assassin? Damage-Dealer nennen wir es mal. Sowas wie Jace. Wir haben Jax wieder gesehen. Wir haben sogar einen Jarvan Toplane gesehen. Und das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass jetzt mit dem Patch 7.2 die Lethality, die Rüstungsdurchdringung, gebufft wurde. Früher war es so, dass sie von Level 1 aus hochgescaled ist auf die Gegner mit 40% bis dann zu den 100%. Jetzt wurde es hochgesetzt auf 60%. Und das ist natürlich fürs Early Game, gerade für solche ADCs wie Lucian oder halt für diese ganzen AD-Caster, die auf Toplane gespielt werden, wie ein Jace, wie ein Jarvan, wie wir ihn gesehen haben, ein extrem starker Buff. Ja, gerade auch, wie wir sehen, zurzeit zwei sehr, sehr starke Jungler oder wenn nicht sogar als die besten Jungler gewertet, Rengar und Kha'Zix. Beide profitieren natürlich extrem von diesem Buff, weil einfach durch das Scaling mit dem AD, durch die extrem schnellen One-Shots, da ist halt eben nicht mehr viel entgegenzusetzen und selbst die können dann endlich mal was oder in Anführungszeichen endlich mal was gegen Tanks anrichten. Richtig, und vor allen Dingen auch mit dem letzten Patch wurde vor allen Dingen auch diese starke Colossus Mastery, die auf jedem Tank gespielt wurde, der irgendwie eine Art von CC gehabt hat, genervt. Wir sind jetzt auch gleich noch in die Lobby reingegangen, wir reden aber noch ein bisschen weiter darüber und die Schilde sind deutlich, die Base-Schilde sind deutlich genervt worden und sie stacken auch nicht mehr so hoch, dass sie irgendwann im Late-Game 20-30% der maximalen HP an Schilde geben. Und das ist natürlich ein extrem starker Nerf für diese Tanks. Ja. Und was daraus resultiert, was wir gerade gesprochen haben, diese AD-Caster auf Toplane haben wesentlich einfaches Spiel im Early-Game gegen Tanks. Wir sehen jetzt ja, die ersten Bans hier kommen rein, Nami kommt. Und Syndra. Syndra, ein ganz normaler Bann. Ich denke, das kann jeder verstehen. Die ist extrem stark im Early Game. Sobald sie ihre Level 6 hittet und ein bisschen Poke reinkriegt, kann sie mit ihrem Ultimate Point and Click mit der R-Taste einfach das Target töten. Nami, nicht ganz so oft gebannt. Vielleicht ist es da, dass der gegnerische Support, vielleicht wurde da ein bisschen gescoutet, dass er den gerne spielt. Dann kann man natürlich gerne so einen Comfort-Bit einfach mal rausnehmen. Ja, ich denke auch, Nami war dann eher ein Target-Bann und die weiteren Bann sehen wir. Fiora auch super, super stark, profitiert natürlich auch von der Lethality über die Items. Sehr, sehr starker Split-Pusher kann Spiele so auch extrem stark snowballen. Der nächste Bann wäre dann Zac, ist auch sehr, sehr starker Teamfight-Pick, gerade in der Kombination mit zum Beispiel einer Orianna-Mitte, wie wir sie schon öfters gesehen haben, weil sie einfach mit der Shockwave einen super, super Engage mit Zac oder eben einen Malphite hat. Und auch ein sehr, sehr verständlicher Ban, vielleicht auch eben wegen wieder ein Comfort-Pick gegen Hamburg. Und ja, die anderen beiden Bans, Hecarim und Cassiopeia, auch beide sehr, sehr verständlich. Hecarim super, super stark, das ganze Spiel über, gerade Midgame, wenn es Trinity Force fertig ist, kann er da sehr, sehr stark snowballen und Cassiopeia auch extrem stark. Ja, und jetzt sind natürlich dadurch, dass sehr, sehr viele Bans gemacht wurden, die eigentlich gar nicht so common sind natürlich andere Picks offen. Wir haben jetzt den Kha'Zix direkt, wollte ich eben schon ansprechen, sind halt diese Jungler, die im Moment im Early Game so einen großen Impact haben könnten. Kha'Zix, Lee Sin, Elise, solche Champions sind alle offen und Neat Aachen entscheidet sich direkt dafür, den Kha'Zix zu picken, währenddessen
TUHH sagt, wir möchten einen starken Toplaner, wir möchten Tankiness auf der Toplane vorhanden haben für die späteren Teamfights, dass wir eine gute Frontline haben. Und was gibt es da viel Besseres als Poppy? Ja, gerade meiner Meinung nach Poppy, gerade für den Teamfight ein relativ starker Counter zu K6, da die Stärke von K6 sehr später ist, mal kurz zum ADC zu springen, ihn zu one-shotten und wieder rauszuspringen. Gerade deshalb könnte Poppy sich dann eben in der Backline aufhalten und mit ihrer W den Jump blocken. Der Janna-Pick auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach sehr, sehr safer Pick. Es ist gerade Poppy, Janna, beides in Kombination. Es ist sehr, sehr sicher, es ist gegen Engage. Bin ich sehr gespannt, wie der verwertet wird. Und auf Gegenseite von Nid Aachen, Jhin und Maokai, auch beides extrem starke Champs. Gerade Jhin, meiner Meinung nach auch einer der drei Top-Tier-Picks. Der ist immer stark mit seinem Execute, zwar relativ immobil, aber kann dann doch aus der Entfernung mit seiner Ultimate und gerade eben mit dem Execute sehr, sehr stark snowballen. Ja, wo du gerade angesprochen hast, so die Top-Tier-Picks auf Botlane, was ADC angeht, sind nun mal Jhin, Varus und die Ashe. Hat genau. Natürlich damit zu tun, dass sie alle drei Ultimates haben, die sie von weiter Entfernung usen können und damit dann einfach den CC in den Teamfight, gerade im Early Game, ADC ist recht schwach, sie können nicht mehr so wie früher im Early Game gegen Assassins wie ein K6 zum Beispiel fighten. Deswegen möchte man auf der Botlane, auf ADCs immer Champions haben, die ein bisschen mit CC helfen können und dann wird einfach ein Supporter dabei gepickt, wie eine Zyra, irgendein starker Damage-Supporter, der den Damage liefern kann für die Botlane. Ich hätte mir gewünscht, dass lieber der Varus oder die Ashe, weil ich doch schon denke, dass sie noch ein bisschen besser sind als Jhin. Aber Jhin auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite kommt jetzt Orianna rein, möchten ein bisschen mehr auf die Teamfights gehen. Ist natürlich super, um die Poppy zu supporten, ein bisschen Speed-Ups zu geben, Schilde zu geben. Gerade, wo wir es angesprochen haben, Colossus wurde genervt. Deswegen ein bisschen mehr Tankiness durch die Orianna-Schilde. Und irgendjemand ist gerade aus der Lobby rausgedroppt. Oh. Klein-Crash höre ich gerade, alles klar. Da sind die Regeln ganz normal in der Uniliga, wo überall anders auch. Es werden bis zu diesem Zeitpunkt, wo es jetzt gewesen ist, einfach die Picks wiederholt. Von da aus geht es dann weiter. Genau so wird es dann gespielt. Und wir hatten es eben gesehen. Ich hatte fast gedacht, dass die Kombi von Hamburg dann doch eher, wie du sagtest, auf Teamfight ausging und mit dem Lee Sin im Jungle. Hätte das, denke ich, meiner Meinung nach gut funktioniert. Man hat eben dann den Lee Sin im Jungle, der eben vielleicht das Team durchs Early Game ein bisschen gut carryen kann, eben wie den K6, gut auch als Antwort auf den K6, der dann eben, wenn er die Botlane zum Beispiel ganken sollte, kann ein Lee Sin mit seinem Kick dann die ganze Sache doch entschärfen. Und also, es ist, finde ich, meiner Meinung nach, gerade eben durch das, was wir vorhin angesprochen hatten mit dem Lethality-Buff und den Schild-Nerfs, bin ich sehr, sehr gespannt, ob diese Assassins, diese AD-Caster, wie du sagtest, ob sie es dann wirklich auch in unserer Uniliga schaffen, dann zu snowballen oder dann auch wirklich extrem stark dort zu performen. Ja, vor allen Dingen weiß man auch noch nicht ganz genau, was für Potenzial man mit diesen Champions wirklich ausschöpfen kann. Das Einzige, wo man sich daran orientieren kann, ist ein bisschen Streams zu gucken, Solo-Queue von den professionellen Spielern zu gucken. Aber gerade was LCS angeht, sie sind immer eine Woche nach hinten. Die spielen noch nicht auf 7.2, sie spielen auf 7.1. Und da kann man sich bei den Pros nicht abgucken. Was spielt ihr denn jetzt für Team-Kombos mit dem neuen Patch? Und das gefällt mir extrem gut, dass die Teams dann selber so ein bisschen ihre eigene Meta schreiben können und gucken, was passiert. Sie picken hier jetzt gerade nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist aber, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Ja, wollen wir mal gucken. Lee Sin, genau, über Lee Sin wollte ich gerade noch ein bisschen reden. Es ist immer sehr, sehr schwierig, gegen den K6-Jungle zu spielen. K6, gerade im Early Game, was das 1v1-Potenzial angeht, extrem stark. Und da muss man halt natürlich als gegnerischer Jungler gucken, wen spiele ich denn da, damit ich nicht invaded werde, damit ich das 1v1 nicht stark verliere. Und dafür ist Lee Sin extrem gut geeignet. Ja, auch gerade mit seinen Outplays und wie du eben sagtest, der Invade, falls es dann der K6 sich trotzdem trauen sollte und wir nehmen die Szenerie an, dass K6 vielleicht schon ein oder zwei Kills hat und damit schon sehr, sehr gut in Items voran ist und das vielleicht Lee Sin noch nicht haben sollte, dann kann man davon ausgehen, dass Lee Sin trotz alledem mit seinem Warjump dann die Sache ganz gut immer entschärfen kann. Auf der anderen Seite jetzt der Ryze-Pick. Ryze? Wer es noch nicht ganz genau weiß, Ryze wurde gerade am Anfang der Uniliga schon sehr, sehr früh ausgepackt und genau von Jhinfected, vom Midlaner von Nid Aachen. Und der hat richtig, richtig gut drauf performt. Und ich bin gespannt, ob er weiter daran anschließen kann, mit diesem Champion so viel zu reißen, wie er es früher schon gemacht hat.
Genau, also Ryze auch super, super spieldrehender Champion. Wir haben die Mechanik auch schon öfters gesehen, dass man eben mit der Ryze Ultimate auch zum Beispiel, wenn man einen Inhibitor schon hat, die Super Minions auf die andere Lane porten kann, ist super, super gutes taktisches Mittel. Und ich bin auch da gespannt, wie man das Ganze verwertet. Und wir sehen jetzt auf Seiten Nidaken auch noch den Lulu-Pick, den finde ich auch sehr, sehr gut. Man spielt jetzt quasi drei Hyper-Carries mit einem Full-Tank und einem sehr, sehr guten Support, die Lulu, sobald irgendjemand an dem Carry dran ist oder auch das Jump-In von K6. Man kann ihn dann ulten, man kann ihn tanky machen und man kann den CC ins Gegnerteam bringen. Finde ich generell eine sehr, sehr gute Kombination des Teams so als solches. Und Hamburg reagiert hier drauf. Pre-pickt eine Ashe. Eine Ashe würde ich gern sehen, ja. Und da ist sie auch gepickt worden. Da kann man natürlich mit dem Arrow schauen, ob man da vor dem Teamfight oder in der Antastphase irgendwelche Pickoffs kriegen kann. Ja, und da spielt sich jetzt heraus, dass der Janna-Pick halt extrem gut funktionieren wird dagegen. Sobald der Kha'Zix keine Resets bekommt, wenn er reingegangen ist, wenn Maokai das erste Mal reingegangen ist, hat er einfach keine Möglichkeiten mehr drauf zu followen. Und wenn da ein guter Janna-Ultimate kommt, dann gibt es da richtig Probleme, überhaupt noch an die Backline ranzukriegen. Gerade wenn da eine Ashe steht, wenn die erstmal ihre 2-3 Items fertig hat, kommt da richtig Damage, gebündelt mit der Tankiness, die Poppy in diesen Teamfight reinbringt. Also die Team-Kombos von beiden Teams gefallen mir sehr, sehr gut. Es geht wirklich nur darum, wer executed es besser. Und das Key-Element hier auf Seiten von TUH Gaming wird sein, wie gut kann die Janna die Engages von Nidaken blocken. Ja, eben definitiv. Und wie schon vorhin gesagt, Poppy Janna, beides eine Kombination, die eben gegen Kha'Zix sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin der Meinung, wenn man den Kha'Zix insofern rausbekommen könnte, dass er keine Resets bekommt, dann sollte das ein relativ leichtes Spiel dann doch für Hamburg werden in den Fights. Aber wie das ausgeführt wird, das sehen wir dann auf jeden Fall gleich. Siehst du irgendwo Matchups, wo du sagst, okay, D-Lane gegen D-Lane, da sehe ich generell also definitive Vorteile? Oder denkst du, das ist hier alles sehr, sehr Skill-Matchup-lastig? Ich denke gerade im Early Game mit einer Jhin und einer Lulu auf Botlane. Lulu extrem stark im Early Game. Sie hat, kommt natürlich auch darauf an, auf welche Art und Weise man spielt. Man hat zwei Möglichkeiten, Lulu zu spielen. Man hat die Variante, Auto-Attack mit Attack-Speed, Runen zu spielen vor allen Dingen. Oder man spielt ein ganz normales Magic Penetration-Build, um das Early Game ein bisschen mehr über ihre Qs, über ihre Glitterlanzen zu dominieren. Ich bin gerade jetzt dadurch, dass ein relativ schwacher Early Game-Support was selber Self-Trade-Potenzial angeht. Sie kann natürlich Schilde geben auf, Janna kann natürlich Schilde geben auf Ashe, damit die Auto-Attacks mehr Schaden machen, aber an sich, Lulu kann mehr Damage machen. Und wenn sie dann noch ein bisschen Attack-Speed draufkriegt, kann sie extrem gut pressuren. Und wenn Jhin dann immer noch schön den Poke reinkriegen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden ein bisschen weiter die Nase vorn haben als Ashe und Janna. Gefährlich wird es natürlich auf der Seite von Nidaken, sobald Ashe ihr Ultimate abbekommt. Die Szenen extrem mobil, kann Botlane ganken und da sind wir nämlich auch beim nächsten Punkt. Ich denke, bei beiden Team-Kombos geht es wirklich darum, welcher Jungler hat hier das bessere Game. Wer kann früher Akzente setzen, wer kann früher die Lanes nach vorne bringen oder wer kann gut Counter-Ganks setzen? Ja, da bin ich so ziemlich der gleichen Meinung, gerade auch eben wegen dem Lulu Attack-Speed-Buff. Da hat man natürlich auf Jhin auch die AD-Verwertung, die dann vielleicht beim Executen einen sehr, sehr guten Poke darstellen kann. Da bin ich eben auch der Meinung, aber ab Level 6 könnte das dann eben gefährlich werden. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich denke, mit Ashe Ult kann man auch die Jhin Ult unterbrechen. Also man kann da auch eventuell Counter ulten und somit den Schaden der Ultimate annihilieren. Und ich denke, im Auto-Hit-Duell kommt es auf die Situation an, wie das Magazin von Jhin geladen ist, aber ich denke, da sollte Ashe dann schon einen kleinen Vorteil haben. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Matchup. Und zur Mitte bin ich auch extrem gespannt, da wir Ryze eben ultimativ viele Schilde haben. Wir haben sehr, sehr starken Schaden, wir haben guten Wave Clear und auf Orianas Seiten ein ähnliches Kit, auch Schild, guten Wave Clear, aber dann doch eher immobiler als der Ryze. Da bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt, beide hier mit Flash und Ghost, um die Mobility ein bisschen zu erhöhen. Und ich denke, auch gerade in der Mitte kommt es drauf an, wie Kha'Zix und Lee Sin dort performen werden.
Es ist vor allen Dingen natürlich schwierig, solche Lanes zu ganken, wie eine Orianna, wie ein Ryze, je nachdem, wie dolle gepusht wird. Aber beide Champions, Orianna und Ryze, sind eigentlich Leute, die versuchen, die Gegner reinzudrücken. Gerade Ryze, gerade im Early Game, möchte er schnell seine Tierfarm, einfach die ersten 2 bis 3 Waves schnell reindrücken, die ersten Gold sammeln, mit einem Sapphire Crystal starten, damit man früher an die Tier kommt, einen frühen Back machen und von da aus dann die Tier stacken. Frühen Power Strike bekommen, sobald sie fertig gestackt ist, und dann Roam gehen. Und Roam gehen, denke ich mal, wird in der Mitte das Wichtigste sein. Wer kann als erstes rotieren auf die Objectives, auf den Dragon, auf die Botlane und kann den Lanes an sich helfen? Es wird nicht so, denke ich mal, das Spiel sein, dass dort in der Mitte an sich 1v1 gefightet wird. Es wird mehr gepusht und dann in die Rotation reingegangen. Ja, ich denke auch, dass dieses Spiel dann doch wohl eher auf seitens Mitte zumindest auf Objectives aus ist. Und sehe da gerade, also wir hatten jetzt schon mal über die Teamfights geredet. Jetzt ist bloß die Frage dann, wenn man jetzt zum Beispiel um Objectives kämpft, sei es ein Höllendrache, sei es ein Mountain Drake, wie kann man das so generell dann eben exekuten mit den TPs? Und wie wir sehen, ist die Ladezeit dann doch vorbei und wir starten ins erste Game, das Best of Three von Not Even a Team Aachen gegen die Technische Uni der Hansestadt Hamburg. Und hier geht's direkt los. 5 Mann Invade, Space Wizard kann es gleich spotten, stellt noch ein Ward. Es wurde zwar geklärt und jetzt erstmal keine Vision da. Und jetzt die Frage, was macht TUHH? Nein, sie ziehen sich zurück, haben Angst da in To the Dark rein zu face checken. Richtige Entscheidung, man kann es probieren. Und da ist es wieder wichtig gewesen. Richtig schöne Aufstellung im Early Game von Need Aachen. Jeden Spot in ihren eigenen Jungle rein gecovert und da passiert gar nichts. Genau, also hier, wenn man auf die Minimap guckt, ist es jeder Jungle-Eingang ist hier gut bewacht. Man hat von seitens Hamburg einen Ward auf den Blue Buff bekommen. Aber ich denke nicht, dass das zu riesengroßen Vorteilen da kommen wird. Entweder wird man ganz normal den eigenen Jungle clearen als Lee Sin oder als Kha'Zix, dass man Blue-Red geht oder Red-Blue, oder naja, möglich wäre es, dass man hier einen Buff-Transfer versucht, also dass man quasi die gegnerischen Buffs holt, aber wir sehen, hier wird gespiegelt angefangen und es ist schon ein bisschen cheesy von Hamburg hier für einen Invade zu gehen, aber klar, das Potenzial wäre dann eben auch da gewesen und es hätte so weit funktionieren können. Jetzt geht's erstmal los. In der Mitte, wie eben angesprochen, wird gepusht. Beide wollen hier das Level 2 gewinnen, um vielleicht ein bisschen Druck auf die Line rauf zu bekommen. Man sieht Jinfected sehr stark im Push, genauso wie die Orianna von Ice Cube am Pushen. Ja, das war eben, wie du sagtest, zu erwarten, Level 2 für beide. Ein relativ guter Spike, gerade auch für den Ryze und Botlane. Auch wie angesprochen, die Trades von den Lulu Auto-Hits und eben der vierte Schuss nicht als Poke genutzt, sondern doch um den Minion zu exekuten. Auch hier für beide sehr, sehr wichtig, das Level 2. Und in der Mitte geht man die ganz kleinen Trades ein. Ryze schon Level 2. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf so langsam. Und wir sehen es von den Jungle-Routen. Lee Sin hat jetzt schon das zweite Camp gecleared und ist im dritten. Also er ist auf jeden Fall schneller als der Kha'Zix und kann dann vielleicht schneller auch auf der gegnerischen Lane auftreten. Ja, da halten wir auch auf jeden Fall einen Auge drauf auf das magische Level 3, da wo die Jungler dann anfangen zu ganken. Kha'Zix möchte jetzt aber erst noch mal im River noch ein zusätzliches Camp machen. Jinfected kriegt guten Damage auf Orianna, schon auf 50, 30, 40% runter und musste schon beide Heiltränke usen. Das ist natürlich nicht, was man möchte im Early Game mit Orianna. Genau, und auch da sehen wir eben bei Ryze, der ist hier mit der Refillable Potion auf die Lane gegangen. Das könnte natürlich ein kleiner Vorteil sein, weil immer mal wieder 50, 100, 150 Gold für Pots, das sind dann halt doch irgendwann mal 400 und das hätte dann eben schon wieder der verstärkte Wälzer sein können. Und hier jetzt haben wir es eben gesehen, der vierte Schuss von Jhin als Poke genutzt, ist aber dann durch den Janna-Schild annihiliert worden und jetzt ist Lee Sin mit einem Double Buff im Gegner-Jungle. Hat hier sein doppelte Q rausbekommen, aber Kha'Zix kann sich hier zurückziehen. Man sieht, die Botlane ist jetzt hier auch am Pushen. Man weiß, wo die Gegner sind und kriegt hier richtig schön Schaden raus. Jetzt der vierte Schuss mit 144 Crit, aber Ashe kann hier sehr, sehr gut mit ihrer Q dagegen halten. Ja, da hat mir nicht ganz so gefallen. Währenddessen geht's Mitte jetzt einfach los. Chris gegen Jinfected. Der Ghost wird gezündet von Jinfected, möchte hinterher, passiert aber nichts mehr. Ghost, kein so großer Cooldown. Das ist in Ordnung, den da zu usen. Aber die ersten Annäherungsversuche von beiden auf allen Seiten hier wird gekämpft. Und das erste Pink Ward wird geklärt von Chris.
Genau, und jetzt wird man hier clustern und kriegt das First Blood auf Kha'Zix. Das ist die perfekte Voraussetzung. Den Assist auf Jinfected mit Ryze, der hier schneller in Richtung Tränen, nein, die hat er schon, der schneller in Richtung wahrscheinlich seines Rots gehen wird. Und Kha'Zix mit dem First Blood, das sind schon mal wieder die paar hundert Gold, um sich ein Longsword mehr zu kaufen, um hier eventuell das Game zu snowballen. Und es war von beiden sehr, sehr gut antizipiert und von Lee Sin sehr, sehr gewagt. Poplin geht's direkt weiter, kein Mana mehr auf 300 Gramm Eier, die Autotext gehen raus, Dexonin, ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, tradet einfach dagegen, hat ein bisschen mehr Mana, guter Damage rausgegangen, aber gerade bei solchen Toplanern, bei solchen Tanks auf Toplane, da passiert natürlich 1v1 nicht ganz so viel. Genau, Botlane jetzt wieder die kleinen Trades und man versucht sich hier aber irgendwie einen kleinen Respektsvorteil zu schaffen, aber beide Supporter sind da relativ gut am Poken, gerade auch Janna mit ihrem Schild kann dann die Ashe schilden, sie hat mehr AD und mit der W hier sieht man es gerade sehr, sehr viel Schaden drücken und Kha'Zix ist weggegangen, er hat jetzt seinen Caulfields Kriegshammer, also wir haben jetzt hier 10% Cooldown Reduction und 25 AD dazu die Boots, also der ist hier schön schnell, während Lee Sin eben noch mit seinen zwei Longswords ist, also das sind gerade im Early, sind das so die kleinen Vorteile. Oh, hier leider einen Tower Shot mit abbekommen. Das in der Mitte sind so die muss Icecube jetzt aufpassen. Der Ward, der wird böse für ihn. Space Wizard ganz genau da, kann den Damage rauskriegen. Flash muss geused werden, Ghost muss geused werden. Space Wizard flasht hinterher und holt sich den zweiten Kill des Games. Ja, hier hat man auch gesehen, Orianna hat es versucht, beide Summoners zu usen. Kha'Zix musste auch an der Stelle flashen, aber das ist worth. Das ist einfach worth. Man hat jetzt hier einen 2-0 Kha'Zix, der kann das Game von hier aus extrem stark snowballen. Man ist hier in Bereichen, er kann hier jetzt ein paar Camps machen, kann vielleicht nochmal die Toplane unter Druck setzen und kann weggehen und sich schon sein Warrior-Item kaufen. Also auch hier wieder sehr, sehr gewagt von Ice Cube. Und sehr, sehr gut antizipiert von Space Wizard, der sich hier eben um die Mitte kümmert, weil auch ein Snowballer Ryze, der sich jetzt mehr Farm nehmen kann, der kann hier dann sehr viel reißen und eben sehr viel seines Vorteils auf andere Lanes durch die Ultimate bringen. Ambassador ist ganz gut unterwegs mit seiner Lulu, immer schön am Harassen, immer am Pogen. Das Einzige, was ich mir von Zyker ein bisschen erhoffen würde, ist, sobald hier sein Support im Fight ist, dass er viel früher anfängt zu autotanken. Oftmals hat er viel zu lange Cooldowns dazwischen, dass er nicht sein ganzes Damage-Potenzial ausschöpfen kann. Ansonsten, ich habe eben mal einmal kurz nachgeguckt, weil es mich interessiert hatte, welche Runen spielt die Lulu denn jetzt überhaupt? Lulu hat sich dafür entschieden, weg von diesen Auto-Attack-Speed-Runen zu gehen, ist auf ganz normale AP-Runen gegangen, ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß nur nicht ganz genau, ich glaube, die Auto-Attack-Runen wären besser gewesen, gerade gegen eine Janna, die keinen Burst hat. Da kann man einfach mit Sustain-Damage mehr erreichen, als mit diesem kleinen Burst-Damage, den man dann mit den AP-Runen machen kann. Ja, jetzt hier Kha'Zix hat jetzt hier Counter gejungelt und Orianna kommt mit der Shockwave dazu. Poppy kann sich hier den Kill sichern. Wäre vielleicht auf Orianna ein klein Stück besser gewesen, da der Ryze jetzt auch schon den Assist hat, die zwei Assists hat. Aber man hat sich den Kha hier abholen können und man hat einen Red Buff für die Toplane. Und vielleicht bekommt man ja doch im Tank-Matchup, ich hoffe es, ich bete zu Gott, dass hier oben Kill-Pressure entsteht und ja. Wir werden sehen, ob der Red Buff dann so gut genutzt wird, aber Maokai hier relativ viel Schaden. Man geht aber als Poppy hinterher, weil man den Slow vom Red Buff hat und Maokai mit seiner Ultimate Poppy kann hier dann wieder disengagen. Ich weiß nicht genau, ob sie da hätte rausgehen müssen. Das Ultimate im Early-Status noch nicht ganz so viel Damage und mit dem Red Buff, du hast es eben angesprochen, extrem viel Slow dort vorhanden mit dem Burst-Potential, was Poppy hat. Hätte man da vielleicht ein bisschen länger drauf gehen, aber Dexonen hält sich da zurück, Lee Sin kommt rein, schöner Kick in Richtung von Poppy, kommt er da raus, muss rausflashen, defensiver Summer Spell, schöne Q von Chris und wieder der letzte Auto-Attack, der vierte Kill des Games. Hier Space Wizard mit dem Counter-Gang kann sich direkt Lee Sin abholen, muss jetzt natürlich aufpassen, dass er nicht stirbt, der Red Buff immer noch vorhanden auf Poppy, holt sich den Kill ganz einfach, schöner Trade hier von TUHH Gaming. Genau, und ich muss wieder auf die Items anspielen, so leid es mir tut, aber wir haben auf dem Kha'Zix die Stiefel der Beweglichkeit, also der ist super schnell. Der hat jetzt hier richtig, richtig Lust, von Lane zu Lane zu rennen und das kann er auch. Wir haben es zwar gesehen, wir haben jetzt hier auf Lee Sin auch den Tiamat Rush, den ich sehr, sehr gut finde, ähnlich wie bei Rek'Sai und es ist schwierig. Also als Lee Sin hat man natürlich jetzt einen extrem starken Clear Speed. Aber Kha'Zix hat eben die extrem starken Ganks und ich denke, jetzt sollte man dann eben mal schauen, ob man da was auf der Botlane reißen kann.
Ansonsten, wir gucken jetzt mal nach knapp 10 Minuten einmal auf die CS. Wie spielt sich das auf Toplane? Pop hier einen kleinen Farmlead. Sollte nicht unbedingt sein. Könnte natürlich daraus entstanden sein, durch diese beiden Kills, die er da oben bekommen haben. In der Zeit Gramm Eier konnte nicht farmen. Währenddessen Botlane ganz normale Trades gemacht werden. Passiert nichts Großes. Zukehr macht Ultimate. Wie viel kann er treffen, ist die Frage. Kha'Zix ist noch nicht in Reichweite, um überhaupt irgendwas machen zu können. Kriegt guten Damage auf Wassermann raus. Und guter Trade wieder hier für Nid Aachen auf der Botlane. Ja, aber zu bedenken ist immer noch, die Ashe hat noch ihre Ultimate, also man kann jetzt hier unten, sobald Lee Sin sich vielleicht auf den Weg macht, einen Catch versuchen, und so ein Jhin, der hat kein Dash, der platzt da schon ganz schön schnell, wenn er mal so ein Arrow trifft, und eventuell noch der Kick von Lee Sin, der jetzt aber noch sein Topside-Jungle cleared, und eben wegen den Farmvorteilen Mitte haben wir zum Beispiel gar keine Unterschiede, da hält sich das alles sehr, sehr gleich, man hat immer Wave zu Wave, pusht man hier, und auch Toplane. Der kleine Vorteil für Poppy, aber ich denke, im 1v1 sollte man hier keine Kill-Pressure auf beiden Seiten haben, weil Poppy und Maokai beide so extrem tanky sind. Bis hin hält sich ein bisschen in der Topset aus, geht davon aus, dass Kha'Zix da vielleicht gleich helfen würde. Gute Ideen, vor allen Dingen gerade, wenn man überlegt, dass 300 Gramm Eier jetzt ein bisschen hinten ist, nicht weit. Währenddessen die Shockwave in der Mitte trifft Jhinfected, der Countergang von Space Wizard direkt wieder da. Defensiver Kick von Lee Sin geused, nichts passiert, viel geused, nichts passiert. Also an der Stelle von beiden Junglern sehr, sehr gut gespielt. Der Flash von Bryce war on point, die Shockwave hat getroffen und dann eben, wenn der Kha'Zix reinspringt, den schönen Zweimann-Kick. Man hat auch richtig viel Schaden mit diesem Kick machen können, und jetzt hier Botlane, der Ashe ist raus. Man muss jetzt hier healen auf seitens Jhin, und Lulu muss ulten. Jhin jetzt hier auch exhausted worden, und Lee Sin ist da. Man kann jetzt hier den Dive versuchen, die erste Q trifft, kriegt den Schild, aber man re-engaged jetzt hier nicht unter den Tower, wie wir auf der Map eben sehen, während in der Mitte Orianna sehr viel Schaden an Ryze machen kann, und man kann jetzt hier den Botlane T1 pressuren und vielleicht fürs First Blood gehen, aber die nächste Wave braucht noch ein bisschen. Mal sehen, ob man sie mit der nächsten Wave bekommen kann. Jhin und Lulu müssen eigentlich back, sind jetzt aber nochmal da geblieben, und Kha'Zix ist auch schon auf dem Weg, also vielleicht sehen wir hier unten jetzt ein kleines 3 gegen 3. Ashe hat nicht mehr viel Mana. Und Lulu und Jhin sind da, die Ultimate wird hier angemacht, der Wassermann kriegt richtig viel Schaden von der Ultimate. Und Poppy TP'd jetzt hier, Counter-TP'd auf den Maokai, kann jetzt den Kha'Zix hier richtig schön im CC halten. Maokai ist jetzt auf Lee Sin drauf mit der Ultimate, und Poppy steht zwischen drei, kriegt den Execute, kriegt viel Schaden, muss flashen, und Kha'Zix stand noch da und hat dadurch, dass Ashe so weit weg war, durch den Isolation Damage sehr viel Schaden an Dexonin angehen können und ihn hier mit abholen können. Und da hat man wieder gesehen, wie sich das jetzt mittlerweile ausspielt. Dieser Colossus-Nerf nicht so gering, wie man das denken würde. Während Botlane geht es direkt weiter. Chris hat immer noch Bock, dort weiterzukämpfen. Muss wieder einen recht defensiven Ultimate usen, damit er da nicht stirbt. Kommt mit 5% raus, aber ja, man merkt, er hat schon die Kontrolle über den Lee Sin, er weiß, wann er reingehen kann, hat mittlerweile ein, zwei Missteps gemacht, aber das kann natürlich mit so einem squishy Jungler auf jeden Fall passieren. Genau. Also an der Stelle von beiden sehr, sehr gut ausgespielt, die Situation. Und wo ich gerade drauf zu sprechen kommen wollte, man hat jetzt gerade gesehen, wie dieser Nerf auf Colossus sich mittlerweile ausspielt. Man hat gesehen, Poppy, die Schilde waren nicht so merklich, wie sie früher einmal gewesen sind. Normalerweise, sobald man in 3 bis 4 Leuten drinne gestanden hat, hat man schon sehr, sehr, sehr gute, große Schilde bekommen, um die Tankiness weiter zu fördern auf den Tanks. Jetzt dieser Fight, Poppy, auch wenn sie 2-0 war, nicht mehr das Tanky Beast im Early Game, was sie früher mal gewesen ist. Ja, trotzdem Glutstein eben zum Wave-Clearen, und der macht auch unheimlich viel Schaden, viel Leben, sehr, sehr gutes Item und das Zündjuwel, also man hat hier sehr, sehr viel HP, aber es fehlt eben noch die Armor, und man ist eben erst auf Magieresistenz gegangen, um dass man dem Maokai da oben keine Kill-Pressure gibt, aber für beide Jungler ist gerade die Top-Lane eine gute Möglichkeit, um da vielleicht Plays auch zu machen, außer man lässt sie eben außen vor und fokussiert sich dann eben eher auf die Carry-Lanes, was wir bis jetzt hier gesehen haben. Und auf Lee Sin haben wir den Warrior, das Warrior-Item fertig. Botlane geht wieder Trade sein, die Wehr hat getroffen, man ist wieder geslowt, aber man geht hier weg, und Jhin kann hier mit der Ultimate disengagen. Ashe Arrow hat auf Lulu getroffen, Jhin muss auch ulten, der Schaden ist sehr, sehr hoch, und Lord Tanato bleibt jetzt hier noch stehen, kriegt nochmal eine Granate ab, und Lulu flasht mit dem Slow-Ultimate hinterher. Lee Sin ist auch da, kann jetzt hier mit dem Kick
richtig gut die Lulu am Schaden hindern und man kriegt jetzt hier beide Kills, einen für Ashe, einen für Lee Sin und der Gank kam genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und man kriegt jetzt hier Bot in T1 und das ist Tower First Blood für Hamburg. Ja, und Chris wieder ein Stückchen schneller als Space Wizard gewesen. Space Wizard war gerade ungefähr in der Dragon Area unterwegs, ist auch auf dem Weg nach unten gewesen, aber Chris zur Stelle gewesen, ungefähr 10, 15 Sekunden früher. Und das sind genau diese Time Windows, die einen guten Jungler von einem exzellenten Jungler ausmachen. Mal gucken, ob da Space Wizard jetzt weiter anschließen kann und mehr Impact in das Game reinbringen kann. Ja, wir sehen es auch vom Farmunterschied. Man ist jetzt hier bei 15 CS auf seitens für Lee Sin. Gerade wegen dem Tiamat, man hat unheimlich schnell einen Wave-Clear, man kann nochmal einen Auto-Hit canceln und sehr, sehr viel Schaden auch an den AE-Camps machen, wo eben K6 eigentlich seine, in Anführungszeichen, Schwäche hat, weil er eben den Isolated Damage nicht hat und seine Q spammen kann. Dadurch eben auf seitens Lee Sin hier ein bisschen schneller und das zahlt sich auch aus, trotz des Feedes von K6 und die Botlane ist jetzt hier auf Top rotated, 300 Gramm Eier kriegt wieder richtig viel Schaden, die CC-Chain trifft, nochmal eine Lulu-Ult hinterher und man kann jetzt hier mit Poppy, Ashe und Jenna sehr, sehr schön, sehr, sehr kalt den Maokai-Dive und auch in der Mitte Jinfected gegen Ice Cube. Ice Cube hat nicht mehr viel Mana und Jinfected geht hier hinterher, kriegt nochmal seine Combo raus, kriegt zwei Tower-Shots, aber kann hier die Orianna diven, wird's wieder, weiter geht K6 full life gegen den Lee Sin. Aber der flasht und entschärft die Situation und man kriegt es hier wieder für Hamburg Toplane T1 und öffnet die Map insofern die Mitte zu pressuren. Und als ob Space Wizard mich gehört hatte, ich hatte gesagt, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, dass Chris dich da nicht outrotiert und da sagt er sich, was für ausrotieren, ich gehe einfach 1v1 auf ihn drauf, force seinen defensiven Flash und zeig ihm mal, wer der Herr im Jungle ist. Gleichzeitig holt er sich den ersten Dragon des Games, ist ein Water Drake. Möchte man zu diesem Zeitpunkt des Games nicht unbedingt haben. Ambassador geht jetzt aggressiv dort vorne rein, face-checkt fast den Busch. Warum stellst du nicht einfach dort ein defensives Ward? Dann weißt du, was da los ist. Daxulinen ist jetzt aus von der Toplane runterrotiert, dort der Tower gefallen. Und jetzt geht langsam das Midgame über, wo gegroovt wird und wo gleich die starken Teamfights kommen. Gerade für Hamburg. Oh, Flash Cage von Bryce auf Ashe, die kriegt hier viel Schaden, die Shockwave hinterher, aber Ryze wird einfach zerstört und Janna kann hier die Carries ulten. Ansonsten in der Mitte wird wahrscheinlich der nächste Tower fallen. Mal gucken, ob sie es überhaupt deffen können. Der Damage ist getan. Jinfected ist tot. 20 Sekunden. Er hat keine Möglichkeit. Er spielt ohne TP. Ghost und Flash hier die Wahl der Summoner Spells gewesen. Der Tower geht down. Und jetzt ist die Frage, wo geht's als nächstes hin? Jetzt sind die Outer Turrets bei alle drei down. Die Rotation muss angesetzt werden. Wo gehen sie als nächstes hin? Ja, man versucht jetzt hier nochmal den Herald zu machen, oder? Nein, man geht hier auf die Toplane, um den Maokai nochmal abzuholen. Zu viert sogar. Also der sollte eigentlich gefundenes Fressen sein. Und der Top T1, der wird hier natürlich auch gesaved. Und ja, war jetzt wieder erwartend alle vier gegen den Baum. Der hat dann natürlich gar keine Schnitte. Nochmal den Kick Richtung Turret, um den Carry zu save. Aber der hat ganz schön viel Schaden nochmal an der Ashe gemacht. Also hier, dafür, dass es ein 4v1 war, hat Ashe ganz schön viel Schaden mitnehmen können. Und ja, auf Botlane passiert nicht wirklich viel, auch in der Mitte. Man versucht es hier eben ein bisschen out zu pushen. Und man überlegt, hier nochmal reinzugehen. Poppy wieder den Stun gegen Ambassador. Die versucht hier alleine richtig Krawall zu machen. Und schafft das auch, um den Push-Out ein bisschen zu delayen. So langsam und kommen die ersten Tanks-Items auch auf Poppy rein. Die Geister sich schon vorhanden. Als nächstes wird es wahrscheinlich ein Sunfire Cape werden. Und sie wird jetzt das Tanky Beast, was ich eben in der Champion Select angesprochen habe. Da geht kein Damage mehr so einfach raus. Und wenn sie so wie jetzt gerade in dem Fight schafft, dann auch noch Space Wizard mit K6 dran zu hindern, einfach for free in den Teamfight reinzuspringen und der danach keine Gap Closer mehr hat, um an den Carry ranzukommen, wird es richtig böse hier werden für Nid Aachen. Und wir haben jetzt hier einen Lee Sin mit dem Herald Buff. Das ist auch ganz gut, gerade bei den Ganks. Der erste Auto-Attack tut dann richtig weh. Man versucht nochmal Blut zu stehlen, aber ja, doch. Lee Sin hat ihn bekommen, hat ihn gesmited hier, dass K6 ihn nicht bekommt. Und K6 und oder Ryze ohne sind nicht so gut. Shockwave hat getroffen. Aaron ist zwischen beide durch. Sind hier beide low. Der Red Buff von Ashe hat hier noch Schaden machen können und sie geslowt. Also hier wird richtig viel Schaden ausgeteilt. Und auch Poppy ist wieder da. Die CC-Chain ist da. Auf Ryze, die Ultimate von Lulu hat gar nichts gebracht. Kickt hier nochmal die Lulu raus. Maokai ist auch mit dabei. Jenna Ultimate hält hier alle am Leben und
Der Baum steht mittendrin und Jin mit seiner Ultimate jetzt kann wieder Schaden anrichten. Der vierte Schuss auf Poppy. Und man hat sich jetzt hier wieder zwei Leute abholen können und zwei extrem low pushen können. Und mit der nächsten Wave könnte es möglich sein, Midlane T2 zu bekommen, was natürlich super, super gut wäre. Das öffnet die Orianna mit einem super Ball, kann sich hier beide Botlaner hier holen. Währenddessen Poppy noch ein Stückchen hinterher geht, um sich den zweiten Kill zu sichern. Richtig schön gespielt hier von Ice Cube. Hat keiner mitgerechnet, dass der da so guten Damage machen kann. Also ich bin also wirklich ein bisschen beeindruckt von TOA. Gute Rotations, sie wissen ganz genau, wann sie zu groupen haben, wo sie deep reingehen können, um sich die Kills zu holen. Und jetzt der erste Tier-2-Tower Tier des Games gefallen. Und gerade der in der Mitte. Jetzt ist hier wieder Pressure, weil man eben nur noch den Inhibitor-Turret entgegenzusetzen hat, bis die Super-Minions da sind. Und dann ist Pressure auf Baron und der kommt gleich. Also man spielt das hier sehr, sehr gut. Man rotiert das hier sehr, sehr gut auf seitens Hamburg. Und man versucht das auch safe genau so zu spielen, wie die Comp es eben will. Und schade, dass der Arrow da vorher nicht getroffen hat. Aber das hat ja alles nichts geholfen. Die sind ja in der Situation nicht weggekommen. Aber gerade mit dem Arrow hätte das noch viel mehr Schaden bedeuten können. Und die Ash steht 4-0-5. Hier ist richtig viel Schaden da. Und auf Jin, ganz interessant, ich denke, der Stream sieht das auch noch, haben wir first ein Ghostblade gesehen. Das war ja mal kurzzeitig so, dass man das gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist. Es wird jetzt wieder gespielt, jetzt gerade wieder, durch ne? die, ja, gerade durch die Tödlichkeitsbuff jetzt wieder. Und zwischendurch, es war eigentlich beides gespielt. Es ist nicht so, dass man nur noch ganz normal dieses Crit-Bild mit Infinity Edge First gespielt hat, während Chris hier angegangen wird, hat da gar keine Vision Space Wizard, realisiert das sofort, den können wir uns vielleicht abholen. Kann jetzt aber Counter-Engaged werden. Das Ultimate von Noria trifft nicht und auf Botlane geht es direkt weiter. Dexunin geht da unter die Tower gegen die Botlane, Toplane geht der Teamfight weiter. Und Maokai steht jetzt hier in vier Leuten drin. Der Wassermann hat jetzt hier nochmal den CC rausgebracht. K6 ist schon tot. Maokai muss hier flashen. Kriegt aber nochmal die Q von Chris. Die flashen alle hinterher. Die haben richtig Bock. Ash ist da, macht super viel Schaden. Und Chris kann sich hier den Baum abholen. Und man hat jetzt hier zu viert hier nochmal zwei Leute wegholen können. Und ist das der Nash? Versuchen die das? Oder lassen sie es bleiben? Jenna hat keine Ultimate und keine Redemption. Aber Chris ist gut tanky mit den Schilden. Mal schauen, wie sie das exekuten. Also hier noch nicht viel Schaden. Ryze ist jetzt von der Mitte auf dem Weg. Der hat aber auch nur Half-Life. Mal gucken, ob er das vielleicht interrupten kann. Aber der Baron fällt viel zu schnell. Gerade auch wegen Ash. Die kriegt super viel Schaden. Aber man kriegt den Baron hier zu viert. Und man hat in der 21. Minute für Hamburg einen Nash, während eine Poppy zwei Leute auf der Botlane beschäftigt. Das ist ganz großes Kino. Richtig, richtig gutes Turnaround hier auf Botlane. Was kann der Jin hier treffen? Dexon in den ersten Hit getroffen, den zweiten gemisst. Mal gucken, was mit dem nächsten ist. Space Wizard kommt von der Seite. Ich glaube nicht, dass er da diesmal rauskommen könnte. Kriegt noch ein kleines Schild durch die Mars Free, nimmt ihren Schild noch auf und kann mit diesem HP-Pool noch vielleicht rauskommen. Nein, Space Wizard ist hinterher. Schöner Ash, oh, trifft Space Wizard, wird in die Wand genockt. Was Poppy da auf Botlane macht, ist wirklich richtig, richtig geiles League of Legends. Ich bin gehypt. Was ist hier los? Die sind aber auch schnell und Lee Sin hat Bock, der hat richtig gute Items und man kann sich jetzt hier noch den Drake sichern und das ist ein Feuerdrache. Hier wird richtig viel Schaden ausgeteilt und Aachen kommt nicht hinterher, die kommen nicht hinterher. Schon jetzt zweimal die gleiche Situation, sie versuchen wirklich einen Pick zu kriegen. Nid Aachen versucht wieder zurück in das Game reinzukommen, aber jedes Mal, das erste Mal Toplane. Chris überlebt mit ganz wenig HP, diesmal Poppy überlebt mit ganz wenig HP und sie können den Turnaround durch schöne Ash Arrows machen. Infected geht aggressiv auf Ice Cube rauf, hat gar keine Chance, dafür Ryze 1v1 viel zu stark und Botlane geht es auf 300 Gramm Eier drauf. Ja, Ash mit super viel Schaden, du lullt nochmal auf den Baum und er überlebt das Ganze richtig, richtig knapp. Man hat jetzt hier, wie du eben sagtest, einen Nash-Bar von Ice Cube nehmen können, aber das ist nicht so wild. Schauen wir auf die Map, ist Poppy schon wieder auf der Top-Lane mit einer sehr, sehr großen Wave und alle beschäftigen sich um die Bot-Lane und um den Jungler von Hamburg und wieder der Arrow getroffen. Das ist das, was du angesprochen hast, deswegen ist Varus und Ash Top-Tier AD-Carry. Gar kein Problem, K6 ist raus. Und da sieht man dann auch, wie sich dieser Pick einfach die ganze Zeit ausspielt. Klar, es sind nicht jeder Ash Arrow hat nicht getroffen. Du hast eben schon angesprochen, eben auf der Toplane hätte er getroffen, wäre es dann noch eindeutig safer gewesen. Aber die wichtigen Arrows treffen einfach oben, um dort
Dexonin mit seiner Poppy zu saven, um den Turnaround einzuleiten. Jetzt wieder den nächsten Pick auf Space Wizard. Und Nidaren hat keine Antwort darauf, auf diese Engages, auf diese Turnarounds durch diesen starken CC von Ashe. Ja, ich denke, hier muss man versuchen, das Ding irgendwie noch zu stallen. Der Baron ist jetzt eh schon weg. Beziehungsweise gemacht worden. Der Buff ist natürlich noch vorhanden. Man muss das jetzt irgendwie stallen, bis Jhin richtig ins Late skaliert. Aber man trifft sich hier wieder in der Mitte. Kriegt ein bisschen Schaden raus. Jetzt wird hier ein bisschen rangetastet. Orianna ist auch da. Die hat die Schockwelle ab. Kein Flash, aber Ghost. Summoner ist soweit in Ordnung. Wassermann mit Exhaust. Man tastet sich jetzt hier an Mitte T2. Wenn der offen ist, dann hat Aachen richtig ein Problem. Hamburg spielt richtig gut. Poppy jetzt am Turret, die ist super, super tanky, hat schon zwei fertige Items, wird hier auch noch geschildert bis zum Umfallen von Janna. Und Orianna, Maokai jetzt mit dem Engage in die Backline, kriegt die Q raus, aber die Backline muss sich noch mit Poppy beschäftigen. 300 Gramm Eier, kriegt richtig viel Schaden, die Redemption ist raus, der Arrow trifft auf Jhin, Lulu Ultimate hinterher, der droppt richtig low und der zweite Carry ist raus, Lulu kann hier auch noch rausgenommen werden. Und jetzt ist nur noch Ryze und Kha'Zix da, Kha'Zix hat gar keine Schnitte, Lee Sin mit dem Insect Kick nach draußen, Jhin fängt dann auch rein, Janna Ultimate hinterher und Hamburg ist full life und Aachen annihiliert. Das sollte auch direkt das Game sein. Sie wissen, vier Leute tot, da könnt ihr gar nichts machen. Wir nehmen einfach die Tower raus. Viel zu viel Tankiness immer noch vorhanden. Space Wizard versucht er es nochmal da reinzukriegen, kriegt ein Ultimate von Poppy ab, aber da passiert gar nichts. Man sieht, der Damage gar nicht vorhanden. Ice Cube nochmal richtig, richtig viel Schaden gemacht. In der letzten Sekunde, wo nichts mehr passieren kann, springt er rein. Schönes erstes Game. Ich möchte ein zweites so sehen. Am besten sogar ein 1-1, damit wir noch ein drittes Game haben. Aber echt, das war ein richtig, richtig geiler Start in die erste Runde, in die das erste Game des heutigen Spieltages. Also Wahnsinn, wirklich, wirklich Wahnsinn gespielt von Hamburg hier. Also das war in alle Richtungen Perfektion meiner Meinung nach. Zwar hatte man im Early einen gefeedeten Kha'Zix, aber der hat mit seinem Vorteil hier nichts anstellen können. Und ja, wie du sagst, ich würde mich schon auch auf ein drittes Spiel freuen. Aber so wie Hamburg jetzt gespielt hat, wird es kein drittes geben, wenn sie das weiter so machen können. Aber Aachen muss sich jetzt hier zusammenreißen und dann im zweiten Spiel vielleicht noch das 1-1 rauszuholen, um in ein drittes Spiel zu kommen. Und nach der ersten Partie, liebe Freunde, haben wir den ersten Sieger eben mit Hamburg im Best of Three, der erste Punkt. Ja, und ich habe noch ein bisschen auf den Damage dann geguckt und das unterstreicht einfach diese Stärke von Ashe. Gerade im Early Game hat sie noch nicht so viel so viel Damage, was sie rausdrücken kann. Ihr Poke ist sehr, sehr stark. Man sieht gerade in der LCS auch aktuell, dass gegen Ashe mittlerweile mit einem Longspot und drei Pots als gegnerischer ADC gestartet wird, um diesen Poke ein bisschen gegenzuarbeiten, um nochmal zurückzukommen. Sie hat dieses Game 20.000 Damage gemacht. Im Vergleich ein Jhin 12.000 Damage. Klar, sie waren weit, weit vorne, aber der wichtigste Punkt war einfach diese Ashe Arrows. Sie haben immer getroffen, gerade im Late Game. Und wenn mal einer daneben gegangen ist, war es zum Glück nicht ganz so schlimm. Genau, und auch wenn ich hier auf den Damage-Graphen ganz kurz sehe, ist sehr, sehr faszinierend, wie viel Schaden dann auch Poppy imstande war, die hier auch mit 13.500 sehr, sehr viel Schaden machen konnte, obwohl sie quasi keine wirklichen Damage-Items hatte. Zwar das Sunfire, aber auch kein Iceborne und ja, also sehr, sehr, sehr gut gespielt. Wie gesagt, im Early eben der Kha'Zix ein super, super Spiel gemacht mit Jhinfected, der dann auch Solo-Kills auf Orianna bekommen hat, aber eben eine starke Shockwave mit dem Ludens Echo und dem Morello Nomicon dann schon im Teamfight einiges reißen kann, wo Ryze dann eben nur zusieht, weil man eben versuchen muss oder sollte oder kann, mit Ryze dann einen Pick-Off zu bekommen. Und ich bin sehr, sehr hyped aufs zweite Spiel. Richtig. Und wenn wir von zweitem Spiel reden, wir gehen in eine ganz kurze Pause rein, sind gleich in 5 Minuten wieder für euch da, für das zweite Game zwischen Nidaren und TUHH Gaming. Bis gleich, Freunde.